Wunderschönen guten Morgen. Willkommen bei MOX.TV. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt euch reichlich und reich beschenken lassen. Ich wollte ein ganz kurzes, kleines Update abgeben bezüglich auf YouTube, wie es hier weiterläuft. Diesen YouTube-Kanal MOX.TV. Was ich mir für die Zukunft vorstelle, das ist jetzt momentan wichtig. Folgendes hat sich zugetragen, um jetzt ein bisschen vernünftig zu sprechen. Ich hatte vor knapp 3 Wochen hatte ich ein Video hochgeladen, Punk ist. Dieses Video ist gescheitert. Ganz grandios, völlig gegen die Wand gefahren worden. Ich nehme erstmal die Schuld auf mich, dass dieses Video völlig unprofessionell designt wurde. Das nehme ich erstmal auf mich. So. Was ich aber nicht auf mich nehme und nicht auf mich sitzen lasse und nicht auf mir sitzen lasse, ist, dass YouTube meine Abonnentinnen und Abonnenten nicht informiert darüber, dass es ein neues Video gibt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich weiß, diese Videos sind völlig wie bei Omi unterm Arm. Null Action-lastig. Ich muss sehr, sehr lange mir meine Sätze zusammensuchen, bevor ich sie ausspucke. Aber es kann es nicht sein, dass die Videos nicht mehr beworben werden. Oder dass das die Abonnentinnen und Abonnenten, dass sie keine Meldung mehr kriegen. Wow, hier gibt es ein neues, langweiliges MOX.TV-Video. Nothing. Schöne Grüße gehen an Heiko und an Sebastian raus, 2 der Abonnenten. Ich hatte Heiko angerufen und dann sagt er zu mir, ja, ich sehe mir gerade dein Video an. Das ist aber schon 6 Tage alt. Und ich dann so, gibt's das? Ist das jetzt die Realität oder bin ich in einer Paralleluniversum, was ja harte Mode ist. Oder Multiverse. Das kann es ja wohl nicht sein. Es sind nur 8 Abonnenten. So. Es wurde nur 13 Mal angeklickt, das Video. YouTube hatte dann die Frechheit bewiesen, mir unter die Clickrate, und da gab es dann oder neben den Clickrate gab es ein Ausrufezeichen, dort konnte man draufklicken. Und dann hatte YouTube die famose Frechheit besessen, mir zu schreiben, ich sollte doch, dass das Video so schlecht läuft, dass es schlechter läuft als die anderen Videos, verdammt nochmal. Und ich sollte doch gefälligst den Titel verändern und das Thumbnail. Das habe ich also gemacht. Ich habe das ein bisschen lodern lassen. Ich habe durch ein Photoshop-App, habe ich das ein bisschen lodern lassen. Und ich habe aus dem Punk Is, habe ich Ist gemacht. Ich habe neben dem S, habe ich ein T rangebatscht. So, also habe ich jetzt Titel verändert und Thumbnail. Und es läuft null. Das Video lief gar nicht mehr. Es hat sich keiner mehr angeschaut. Gut. Ich auch nicht mehr. Und dann dachte ich, dann beginne ich mal ein kleines Sozialexperiment und mache mal ein famoses Video auf TikTok. Nur ganz kurz in die Kamera halten. Darüber habe ich ein Video gemacht, musikalisch untermalt. Dort auf TikTok kann man seine Videos musikalisch untermalen lassen. Das ist nicht verboten. Da dreht sich dann so ein Plattenteller. Da läuft da nebenbei fantastische Musik. Lange Rede, kurzer Sinn, das Video hatte 863 Klicks an einem Tag. Ich wiederhole, 863 Klicks an einen Tag.
an einem Tag. Ich habe es nicht fassen können. Ich habe aus dem Stand weg an einem Tag 6 Likes erhalten. Ich hatte null Ahnung, wie man dieses Video designt, wie man es dreht, wie man dieses Studio benutzt von TikTok. Ich hatte null Ahnung. Null. 863 Klicks. Ja, wo bleibe ich denn? Bleibe ich auf einer Plattform, die mich null unterstützt, wo die Bildqualität runtergeht, dass sie aussieht wie bei Omi unterm Arm, völlig schwitzend und völlig mack? Oder gehe ich auf eine Plattform, wo die gesamte Kapazität des Smartphones wiedergegeben wird? Der Smartphone-Kamera. Wo ich Musik nebenbei laufen lassen kann. Wo ich diverse Special Effects einfügen kann. Benutzen kann. Ich kann das einfach machen. Das ist alles erlaubt und auch gefragt. Ich weiß, dass es auf TikTok viel, viel Schwachsinn gibt. Und dass diese Videos nur maximal nur 3 Minuten lang sind oder sein dürfen. Trotzdem, 863 Klicks an einem Tag sprechen eine deutliche Sprache. Wer beschissen ist? Ich oder YouTube? Deswegen den Titel TikTok, nee, YouTube versus TikTok, TikTok wins. Wie bei Street Fighter 2, Ende im Gelände. Ich habe keinen Bock mehr auf YouTube hier irgendetwas weiterzumachen, weil die Abonnentinnen und Abonnenten werden nicht informiert und ich finde das eine Frechheit. Die Bildqualität ist wie bei Omi unterm Arm. Sie war, wenn ich das jetzt, würde ich jetzt nur 3 Minuten von Punk ist auf TikTok veröffentlichen, wäre es trotzdem eine bessere Bildqualität. Ich könnte musikalisch noch eine Schwachsinnsmelodie noch mit hinzufügen und dann würde es immer noch mehr Klicks generieren als hier auf dieser super famosen Plattform, die bald, ja, wie nennt man die bald, wie soll ich es wirklich aussprechen, die bald Staatsfernsehen wird. Du darfst dafür bezahlen, wie bei GEZ. Du bezahlst also nicht nur Internet, GEZ, du bezahlst dann auch nicht nur die Streaming-Plattformen, die möchte ich jetzt hier nicht erwähnen, du bezahlst dann auch YouTube. Das wird in 1,5 Jahren der Fall sein. Dann gibt es das hier nicht mehr umsonst. YouTube ist nicht mehr für die ganz, ganz kleinen Hobby-Filmemacher, die ein Video drehen wollen, die sich auch vielleicht selbst verwirklichen wollen, nichts dergleichen. Ich bin neuerdings auch unter dem Make-up-Artist runtergekommen, angelangt. Ich musste hier auch schließlich eine Action-Puppe schminken. Da habe ich auch ein extra Video schon gemacht. Könnte ich normalerweise so auf TikTok, da, was habe ich dort geschminkt? Kann man das sehen? Nein, gut. Weil die Bildqualität, wenn ich dann halt gleich dieses Video hochlade, wird wieder wie bei Omi unterm Arm sein. Ja, ich habe nämlich seine Augenringe angemacht. Weil in der Vintage-Version von 1900, schieß mich tot, 85, 86, oder war das doch 88, da war die Vintage-Action-Puppe Hordak, der Lehrmeister von Skeletor, hatte schwarze Augenringe. So. In dieser Origin-Version hatte er es nicht, also musste ich einen Kajalstift nehmen und musste mich unter dem Make-up-Artist versuchen. Ich musste diese Action-Puppe schminken, bemalen. Soweit ist es schon gekommen in den heutigen Zeiten. Nicht nur, dass ich diese Actionpuppe hier gar nicht mehr kriege. Ne? Ständig lese ich am Regal, stehe ich vorm Regal, wie bestellt und nicht abgeholt. Hordak, demnächst bald lieferbar, seit 3 Wochen. Also habe ich dann es auf Amazon versucht und Amazon, danke, ich habe jetzt diese Actionpuppe erhalten. Danke. Soweit ist es schon gekommen. Ja. Dann müssen sich die Läden nicht mehr darüber wundern, dass sie in den Arsch gehen. Dass das alles in den Arsch designt wird.
dann müssen Sie sich nicht wundern. Ja, die laufen ziemlich ganz gut, die Masters of the Universe Vigoren. Das ist ja schön, dass sie gut laufen, aber trotzdem habe ich keine Actionpuppe in der Hand. Und wenn ich eine Actionpuppe kriege über Versandshops, dann muss ich sie auch noch anmalen. Entschuldigung, schminken. Es ist unfassbar. Und dann läuft auch so eine Plattform hier nicht. Und diese Plattform sagt, dass ich ein erfolgloser YouTuber bin. Natürlich bin ich ein erfolgloser YouTuber, wenn noch nicht mal die Abonnenten Bescheid kriegen. Wenn sie noch nicht mal informiert werden, dass ein Video gerade designt worden ist. Und auch wenn es noch so beschissen und noch so kacke ist, zumindest, dass wenigstens die Abonnentinnen und Abonnenten, die wie heißt mal informiert werden. Auf TikTok ist Murks TV eindeutig erfolgreicher. Und ich mache alles nur über dieses verdammte Smartphone. Ich habe keinen Computer, ich habe kein Computerprogramm, ich habe nur eine App. So. Und danach mache ich, oder dementsprechend mache ich auch die Videos. Ich habe aber eine geile Kamera, die kann gut fotografieren, sie kann auch gut abfilmen. Bloß, wenn das über InShot geht, InShot nichts dagegen. Also InShot ist raus aus der Melodie, aus dieser Hate Speech Melodie. Weil ohne diese App hätte ich viele der Videos, wie zum Beispiel hier ein kleines bisschen Hörspielschnack, hätte ich gar nicht realisieren können. Null. Also ich bin InShot sehr, sehr dankbar dafür. Aber dadurch geht die Bildqualität in den Arsch. Es wird alles in den Arsch designt. Auf TikTok nicht. Und deswegen, YouTube versus TikTok, TikTok wins. So, habe ich Hordak vorgestellt. Habe ich das auch vorgestellt? Ich bin jetzt mittlerweile auch leicht vergesslich. Man wird ja auch älter. Da hat man schon mit dem Saufen aufgehört. Das werde ich als nächstes nachher gleich machen. Entweder heute noch oder morgen. Und dann werde ich das auf TikTok veröffentlichen. Wie gesagt, ich habe da Videos, 3 Stück an der Zahl. Und die laufen eindeutig professioneller und erfolgreicher als hier auf YouTube. Also zumindest, dass wenigstens die Abonnentinnen und Abonnenten, dass die informiert werden. Nein, nothing. Nichts dergleichen. Warum soll ich mich überhaupt noch anstrengen? Ne? Ja, ich wollte eure Laune nicht wieder nach unten ziehen in den Keller, aber meine Laune ist aber im Keller. Aber sie wird gleich wieder fröhlicher. Das habe ich zum Beispiel original von 1991 erbeuten können, dürfen. Ne? Ich habe mich reich beschenkt, das Venom-Video und Comicbuch war ja auch mein Nikolausgeschenk. Am Heiligabend habe ich dann, ich krieg nochmal eine weitere Lieferung. Ja, wegen den Lieferdiensten ist ja ganz, ganz klar. Wir haben eine ganze Menge zu tun. Ne? Dann kommt die Ware ein bisschen stückelhaft, aber wie gesagt, ich habe mich zu Weihnachten reich beschenken lassen. Wirklich. Also Weihnachten absolut erfolgreich. Hier zum Beispiel Onkel Keldor habe ich ihn auch kriegen können von der Rise of Evil Packung, ne, Version. Nein, nicht Packung. Masters of the Universe, Rise of Evil, sind 2 Actionpuppen drin. So, einmal Keldor und einmal sein Leibwächter. Der ist aber ganz, ganz oben. Dann hole ich den mal runter. So. Trapjaw, wie er vorher einmal aussah. Ja, sieht lustig und kurios aus, weiß ich. Sehr schön. Gut. So, da ich aber wie immer kein Ende finde, finde ich aber jetzt heute ein Ende. Ich wünsche euch trotzdem weiterhin frohe, 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 frohe Weihnachten. Ich hoffe, dieses Hate Speech Video hat eure Laune nicht verdorben. Ich hoffe, ihr mögt wieder einschalten. Ich hoffe, dass ich noch vor Jahresende noch ein kleines Video abgeben kann. Wenn nicht, irgendwas wird auf TikTok laufen. Murks TV zusammengeschrieben und klein. Ne? Auf TikTok, wenn ihr TikTok anmacht, Murks TV kleingeschrieben und zusammen alles. Ne? Es ist keine Leertaste dazwischen. Ne? Und wie gesagt,
Ich lüge euch nicht ein, ich lüge euch nicht an, ich erzähle euch nicht ein vom Pferd. Es sind 863 Klicks nur an einem Venom-Video. Und ich hatte dafür wirklich, lass es sein, lass es, wie viele Minuten? 10 Minuten. Und ich war mir fertig. Und das war, wie nennt man das? Naja, weiß ich jetzt nicht mehr. Gut. Aber es war gleich sofort gedreht und gleich sofort ein Take, ja. First Take, First Shot, ja, First Shot nennt man das, glaube ich. Und einfach hochgeladen. Ich hatte von nichts eine Ahnung davon. Wie immer sehr, sehr viel. Und es lief eindeutig wie geschnitten Brot. Ja. Gut. Schon wieder eine Panne. Wie auch an einem Tag. Ja. Ich habe es selbst gemerkt, auch bei der Überarbeitung. Und dann ist die Batterie jetzt ausgefallen. Super, wenn man wirklich etwas machen will. Aber ich kenne mich mittlerweile schon sehr, sehr gut drin aus. Ich wünsche euch ein frohes, frohes Weihnachtsfest. Feiert richtig gut weiter. Feiert richtig. Und ja, dann lasst es euch gut gehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. In gewohnter Frische. Und ich sage dann erstmal Adieu.